Hi und willkommen, mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Hey, wir sind im klassischen Modus. In der letzten Folge haben wir ja Abenteuermodus gemacht, also kommt jetzt klassischer Modus. Ja, wir haben noch ungefähr 30 Charakteren vor uns. Das heißt, so ungefähr 15 Parts werden wir noch klassischen Modus spielen. Geil, ne? Gut, alles klar. Vielleicht werden wir ja irgendwann mal durch damit. Ich habe mich mal entschlossen, die dunkle Samus zu spielen. Und Ridley. Ich habe mal so vorgenommen, mir so ein bisschen themenbasiert klassische Modus zu machen. Aber von meinem Fernseher muss ich wegmachen. Ich versuche ab jetzt mal so ein bisschen themenbasierte klassische Modus zu machen. So in jedem Part irgendwie so eine Kombination von Charakteren, die auch irgendwie Sinn machen. Und ja. Ich habe irgendwie okay im Moment irgendwie kurz vergessen, wie die Steuerung noch mal ging. Ich spiele mit einem brandneuen Controller im Moment, und zwar mit einem Pro Controller. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Nintendo Controller ist. Also doch, ja klar, natürlich ist das ein offizieller Controller von Nintendo, aber der ist nur mit Der wird nur mit Kabel betrieben, also ich kann ihn irgendwie nicht drahtlos benutzen. Oh, ein Fromp. Und ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, warum der auf jeden Fall Nintendo lizenziert ist, weil der im Splatoon 2 Stil ist. Oder vielleicht nur Splatoon 1, weiß ich nicht. Nee, Splatoon 2, nehme ich mal an. Welches ich nicht besitze, was die Sache ein bisschen komisch macht. Dass ich ein Splatoon 2 Controller. Warum sind immer irgendwelche Leute an meiner Seite? Ist das immer so? Boom. Was ist die Musik, die gerade im Hintergrund läuft? Oh, Olivers Thema. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt mit einem Controller zu spielen, mit so einem. Vorher habe ich eigentlich auch mit dem Controller gespielt, aber da war irgendwie so, meinte also zwei Controller so, die in der Konsole drin sind, diese beiden Joypads oder Joycons oder wie auch immer die heißen. Und ja, die konnte man in so ein Plastikteil einhaken, was dann sozusagen ein Controller wird. Und ja, damit habe ich bisher die ganze Zeit gespielt, und jetzt einen richtigen Controller in der Hand zu haben mit diesem Spiel ist ein bisschen komisch. Also ja, ich wundere, wenn ich ein bisschen komisch spiele. Oh. Schnitter. Okay, alles klar. Schön bunter Controller. So grüne und pinke Kleckse sind da überall drauf. Sieht toll aus. Müsste ich nur Splatoon 2 haben. Na komm. Oh, er hat mich getroffen. Ja. Boom. Oh, habe schon gewonnen. Warum kann ich auf einmal schießen? So, Bananen. Na, verdammt, wo ziehst denn du hin? Stell mich nicht so gut an, ich weiß, aber was soll's, wird schon gehen. Verdammt. So sagen, so erfahren mit Samus bin ich auch nicht, also ja, dunkle Samus in diesem Fall. Mach was. Dedene heißt das Ding, glaube ich. Weg, das ist der richtige. Du hast den falschen kaputt gemacht, du Idiot. Okay, gut. Muss mich noch ein bisschen gewöhnen, ich weiß. Controller ist ein bisschen größer als sonst und
anders in der Hand liegt er auch, also soll natürlich jetzt keine Ausrede sein, aber trotzdem. Ich habe gar nicht geguckt, wie die Route heißt von ihr. Und nimm das Glurak. Finde ich gut, dass mein computergesteuerter Gelf irgendwie die meiste Arbeit macht. Verdammt. Gehen ja auch aufeinander los. Und der Stern macht ganz schön Schaden. Was ist das? Wow, ich dachte, ich fliege jetzt raus. Oh Gott. Muss er da? Ey, alle sind ja gerade rausgeflogen. Glurak fliegt auch gerade raus. Gott verdammt. Lass mich raten. Ah, Shiggy ist noch am Leben. Okay. Muss schon sagen. Boom. Oh, war schon wieder so unnötig, ey. Also jetzt, ich will mir ja keine Ziele setzen hier im klassischen Modus, nicht mehr. Also ja. Luigi's Team. Was ist das? Was ist das, Mario? Ich habe Luigi an meiner Seite. Oder war Luigi? Er war Luigi's Klamotten an. Na, no. War Luigi für Smash. Start. Wo ist das? Wo ist das? Boom, geh weg. Ja. Du schaffst dann schon Luigi, ne? Ja, jetzt komme ich. Wow. Immer noch am Leben. Will ich. Gib mir das. Tschüss. Ich finde diese Hintergrundeffekte so richtig geil. Oh, schön. Ja, ich fühle mich irgendwie voll energielos gerade. Ich weiß auch nicht. Wo ich. Oh, die kämpfen noch gegeneinander gut. Ja, sind Samus und halt Ridley, ne? Nämlich, dass die beste Freunde sind. Was ist das? Jawohl. Stimmt ja eigentlich, ich könnte eigentlich die ganze Zeit hier weit weg bleiben. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Ich habe was Schönes gesehen. Gib mir das. Wer ist das? Hey, das Dings. Von Virtual Fighter. Oder wird hier auch weiter Akira, glaube ich. Warum läuft der mit beschissener Grafik herum? Bonusspiel. Sie gleitet voll über dem Boden. Ich habe keine Ahnung. Wer dann dunkle Samus übrigens ist, ne? Also eine dunkle Version von Samus. Das ist jetzt mein erster Tipp. Ja, irgendwie gibt es von jedem Nintendo-Charakter irgendwie eine. Warte, boom. Irgendwie gibt es von jedem Nintendo-Charakter irgendwie eine dunkle Version, ne? Dunkler Link irgendwie. Gibt's doch, wenn ich mich nicht irre.
Was soll's? Ja. Dunkler Link, dunkle Samus, finsterer Pit. Mir gibt es doch von jedem Charakter schon fast eine finstere Version, ne? Finsterer Mario. Na komm schon, Samus kommt nicht, um mir zu helfen. Warum nicht? Nämlich beste Freunde, so wie Pit und Dark Pit. Na, jetzt geht das wieder los, ey. Boah. Ey, warum sind diese, warum ist dieser Kampf hier so unglaublich schwer? Ich verstehe nicht. Hey, das ist, weil die beide so random sind. Der eine kann diesen Angriff einsetzen, du kannst Pech haben, der andere setzt irgendwie einen genauen gleichen Angriff ein, der irgendwie nicht gerade so zusammenpasst mit diesen einen Angriff. Schon wieder gefingert. Ja. War nicht nur einmal gegen einen kämpfen von denen. Bin ich hier? Na, okay. Vor allem bis heute weiß ich nicht, wie man die meisten von den Angriffen hier ausweicht, ey. Na, wie willst du diesen Angriff ausweichen? Ich verstehe das nicht. Wir sind tausendmal schwieriger als die Angriffe von anderen Bossen. Bah. So, komm her. Ich werde hier wortwörtlich von jedem Angriff immer getroffen. So. Boom. Komm. Ha. Ist halt so. Boah, guck mal. Ist sie auch ein Mensch unter ihrer Rüstung oder ist sie einfach nur, weiß ich nicht, die Rüstung zum Leben erwacht? Irgendwie bekomme ich so diesen Eindruck, dass sie einfach nur eine Rüstung ist, irgendwie die zum Leben erwacht ist und halt böse ist. Und dass nicht irgendwie eine, jemand da drunter ist. Oder hat man nicht die Knöpfe, ne? Wir müssen weiter weg hier. Mein Controller halten. Ja, übrigens auch ein GameCube Controller, aber er ist zu spät gemerkt, hat man dafür irgendwie so einen Adapter braucht. Weil die haben irgendwie noch diese Nintendo GameCube Anschlüsse. Und ja, den hat die Switch natürlich nicht, also muss ich erst so ein Gerät noch nachbestellen, das hier so ein Anschluss hat. Ich dachte irgendwie, hat wäre USB oder irgendwie sowas, aber anscheinend nicht. Und ja, gut. Da ist irgendwann, wenn ich den GameCube Controller auch noch mal ausprobieren, weil es soll ja irgendwie der beste sein hier für Super Smash Bros. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum oder eins der wenigen Spiele, womit man irgendwie noch in Verbindung mit dem GameCube Controller spielen kann, so wie ich das gehört habe. Also so viele Spiele gibt es irgendwie nicht, die mit dem kompatibel sind. Also ja, weil ich hoffentlich tun die zukünftigen Nintendo Konsolen den auch irgendwie supporten, weil sonst habe ich den Mod wirklich nur für eine Konsole gekauft. Hätte ich dann doch eher schon seit der Wii irgendwie so kaufen müssen für Brawl, obwohl ich hatte so einen, ich hatte so einen GameCube Controller für die Brawl, für die Brawl und für die Nintendo Wii,
und da war aber so ein, wie nennt man das nochmal, inoffizieller Controller, also nicht lizenziert von Nintendo direkt, und der A-Knopf von diesem Controller ist kaputt, also. Und den A-Knopf, den braucht man ja nicht so oft in irgendwelchen Spielen, ne? Also ist jetzt, ja, weil nicht, den kannst du, der hängt irgendwie nur so komisch ab, und den braucht man nur so ganz leicht antippen mit einer Feder, und das Spiel nimmt das schon irgendwie so als Input, also tippst du nur so einmal an, so ping, dann puff, schlägst du. Du musst nur einmal kurz darüber kommen, und dann, ja, damit kannst du nicht zocken. Also ja, ist ein bisschen doof. Habe ich aber jetzt zwei neue Controller. Ich meine, der eine, dieses eine Plastikding, das dabei war, war eigentlich auch nicht schlecht. Muss es halt nur die kleinen Controller da rein rastern, sag ich mal. Und dann ging es eigentlich auch. Dunkle Samus. Elite Beat Angels. What? Wer ist das? Also wie Xenoblade Chronicles oder so. Keine Ahnung. Nimm ich jetzt mal an. Ich habe irgendein Lied. Nintendo Land, habe ich gelesen. Okay. Dann noch. Wo ist er? Unten. Ja. Ridley. Nee, natürlich den Guten. Natürlich. Was ist denn für eine Frage? Warum sollte ich mit einem Ticket anfangen? Ich meine, ich bezahle doch keine Punkte, wenn ich hier beginne. Da, Ridley. Haben sich auch viele Leute gewünscht. Ich war keiner von denen. Mir war relativ egal, weil ich keine Ahnung von Links habe. Von Metroid, also boom. Ja, Ridley kann Feuer spucken. Er kann irgendwie diesen Angriff machen, womit er irgendwie ihn auf dem Boden hinterher zieht. Was? Der hat einen Blitz geschossen. Okay. Schon gewundert. Ich mag diese eine Level nicht. Ich möchte irgendwo, wo man mehr Platz hat. Wow, hallo. Da kann er irgendwie diesen einen Angriff machen. Düft, damit sticht er ein. Weiß nicht genau, was er macht. Im 100er Smash hat jeden irgendwie mit einem Schlag erledigt. Also nicht irgendwie rausfliegen lassen, sondern wirklich getötet. Ist genauso. Weiß nicht genau, was das bedeutet. Das ist ein Pilz. Oh, jetzt ist Ridley zu groß für dieses Spiel. Oh Gott, nein, 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 nicht angreifen. Hühnchen. Töte die. Selber gegen die Ohren gehauen. Weiß auch so von die blöde Level, ey. Weg doch mal. Das ist doch ungewohnt, so Charaktere zu spielen, die, mit denen du nicht so gut bist oder gar keine Erfahrung hast, ey. Also wenn du so komischen Leveln hier spielst. Ich spiel grad voll wie Arsch. So Gefühl. Oh, mitten in die Fresse. Hm, okay, ich wollte schon sagen. Au. Ich bin mich ein bisschen näher von Ganondorf. Sein Sturmangriff. Okay. Hey, sein Helm war kaputt. Sehr gut. Da kann ich besser seinen Kopf erreichen. Oh. Unterwirft das Universum. Ich habe gar nicht geguckt, wie die eine Route vor ihm ist. Boah. Hallo, kann ich auch was machen? Danke.
Ich knüpfe den, verdammt, den kann ich nicht greifen damit. Alter, die machen mich voll fertig. Hier, blauer Panzer, mach irgendwas. Oh Gott. Ja, länger ich gedrückt habe, desto mehr Feuerball kommt raus. Und die machen mich voll fertig, ey. Was ist das? Oh, Alola Vulpix. Ah. Die machen mich voll fertig gleich. Ich flieg hier einmal raus. So, das Gefühl mit dem Controller bin ich nicht so gut. Ist ein bisschen merkwürdig. Ey! Hat er mich echt damit getroffen? Das gibt's doch nicht. Boom. Ey, mach mich aber auch hier fertig, ey. Ich flieg schon wieder hier gleich raus. Alter. 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 Was ist das? Er ist voll unfair, die Ladies gehen voll auf mich los. Mario tut die ganze Zeit. Verdammte, boah. Wir haben das jetzt mal bald. Was ist das? Was ist das? Boah. Ja, mit dem bin ich auf jeden Fall nicht gut. Oder liegt echt am Controller. Wo? Was? Was war das denn? War ich der kürzeste Kampf in der Geschichte von Super Smash Bros. Habe ich so ein Gefühl. Das ist genau wie dieses Suicide Bomber von Gennendorf, ey. Oh mein Gott, bin ich echt nur so schlecht gewesen in früheren Kämpfen. Ist Ridley irgendwie der stärkste Charakter aller Zeiten? Vielleicht das große Ding, aber okay. Kann ich laufen? Oh Gott. Nein. Ja, außer, ey. Ja, nein, geh weg, fass mich nicht an. Ah, ah. Boah. Ridley, der Zerstörer aller Welten. Nehme ich an. Keine Ahnung von Ridley. Ich habe keine Ahnung von Metroid. Ich habe, glaube ich, noch einmal irgendwie so Gameplay gesehen von, also so persönlich. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer zwar irgendjemand, den ich mal kannte, hatte das Spiel, aber. Habe ich nur so ein bisschen von gesehen. Ich glaube, da bei Metroid, was ich da gesehen habe. Boah. Ja, toll. Ich kann euch nicht greifen damit. Oh. Treffe den damit nicht. Und da war ich weg, oder auch nicht. Ach so, ich bin betäubt. Oh, ihr Pisser.
weiß nicht, warum ich so Probleme habe gegen diese blöden Hände. Nein, nein, ich dachte, wieder eine. Boom, wollte ich erledigen, bevor du irgendwie Schaden machst. Oh, verdammt, das reicht nicht. Ich muss schon sagen, machst du schon wieder den gleichen Angriff? Boom. Jetzt Feuer. Ja gut. Oh, das ist doch heiß, Mann. Ah. Ich bin ein Mensch. Stell ich mir irgendwie so vor. Ich stelle mir irgendwie so vor, dass der mit diesem Taunt so aufsteht. Und sich so sagt, so, hey, guck mich an, ich bin ein Kopfgeldjäger namens Samus. Wenn sie daneben steht, dann nur sagt, Gott verdammt, Ridley. Na schön. Ja, ich habe zwar, glaube ich, schon oft gesagt, aber Ridley ist irgendwie so der Charakter in diesem gesamten Spiel, ja. Wenn ich mir so vorstellen kann, der sich als einziges nicht irgendwie so vornehm benehmen kann oder so. Mit allen anderen Charakteren kannst du dich irgendwie hinsetzen, so mit Ganondorf, Bowser und so. Und zur Not, die können irgendwie so einen Kaffee trinken und Ridley ist irgendwie um Ecke und frisst irgendjemanden. So irgendwie stelle ich mir das vor. Nur so der ernsteste Charakter in diesem Spiel. Aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht hat ja Ridley irgendwie mehr Charakter und ich weiß es nicht. Und weil die Metroid-Spieler hier könnte mir ruhig irgendwie, könnte mich erleuchten. Das hat nicht so ist, dass er irgendwie voller tiefgründige Charakter ist oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Könnt übrigens auch mal irgendwie in den Kommentaren schreiben, welche Charaktere ihr als nächstes sehen wollt. Aber da müsst ihr auch daran denken, ich tue immer so, weil nicht einen ganzen Haufen von Videos aufnehmen auf einmal. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie ihr sagt, ich möchte den und den Charakter im nächsten Part haben oder nächstes Mal, wenn du Klasse spielst. In der Regel habe ich dann schon wieder, weil nicht 5 oder 6 Parts aufgenommen. Das heißt irgendwie so erst nach dem dritten Anlauf oder irgendwie sowas wird man vielleicht die Charakter sehen, die ihr euch gewünscht habt. Also nicht wundern dann, ne? Ich dann irgendwie andere Charaktere im nächsten Part oder im übernächsten Part spiele. Wäre schon welche Vorschlag dann auch, wenn es geht, so ein bisschen themenbasiert, ne? Also so wie hier Metroid halt, ne? Letzten Mal haben wir ja auch Kid Icarus gemacht und Fire Emblem. Wolf und Snake, die waren ja vom Brawl, also das hat auch ein bisschen so gepasst, ne? Und, hey, Rattalos. Mein Gott. Habe ich übrigens auch gehen, da kann ich gleich mal zeigen. Und zwar kann man sich hier Tipps angucken vom Spiel. Urbosa. Ich meine, ich hatte schon Ridley. Calamity Ganon Battle. So, gehen wir mal zurück. Unter Tipps hat man irgendwie. Warte nochmal. Hier. Kann man sich wortwörtlich alles hier irgendwie angucken. Also habe ich zum Beispiel bei Kämpfer hier kurz bei Mario mal nachgeguckt und. Findet man so ganz schön viele Tipps. Das sind die gleichen, die auch in den Nahebildschirmen, glaube ich, auftauchen. Und ja, hier wird jeder noch mal irgendwie so ein bisschen detailliert aufgeführt. Zum Beispiel hier mittels Cape die Steuerung umkehren. Mario's Cape dreht einen Gegner nicht um seine eigene Achse. Er sorgt auch dafür, dass die Steuerung des Gegners für eine Weile spiegelverkehrt ist. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich mir dann auch schon gedacht, das ist gut zu wissen.
Und als ich Rathalos gerade gesehen habe, man kann auch hier die ganzen Bosse nachgucken. Ich glaube, bei Grundlagen war das oder dies und das, keine Ahnung. Und da stand auch, dass man den Schwanz von Rathalos abhacken kann. Also, ja, hatte ich also doch recht. Man kann den wie ein Monster Hunter abhacken und dann soll man angeblich ein Bonus-Item kriegen. Dann versuchen wir das nächste Mal, wenn wir gegen Rathalos kämpfen. Wer ist das? Maus, Xenoblade. Mein Gott, hier ist ja nur Musik. Cool. Ist meine Musik hier aufstocken. Okay, unser ganzes Geld schon wieder weg. Ja, im nächsten Part werden wir hoffentlich wieder ein bisschen Geld bekommen, aber ja, wieder Abenteuer muss spielen. Geil, ne? Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte schaltet beim nächsten Part vorbei und hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und also was. Das wäre richtig dolle. Und ja, ciao.